Vom 16. bis 18. Dezember 2016 luden die Künstlerinnen Beate Bach, Jette Trost und Stefanie Becker zu ihrer Ausstellung Die Schöpfungsidee in Beate Bachs Atelier Kunstflirt in Dortmund-Hörde. Wie vielseitig ihre künstlerischen Positionen sind, zeigt sich schon beim Betreten des Ateliers. Da hängen 4 kleine Käfige von der Decke. Unverkennbar beruft sich Stefanie Becker mit den darin eingeschlossenen Figuren auf die allseits bekannten Sinnbilder der 3 Affen, die nichts sehen, hören und sagen. Was dies mit der Schöpfung zu tun hat, verrät der 4. Käfig. Dieser zeigt eine Figur in der kaum bekannten Pose der Abstinenz, mit den Händen den Unterleib bedeckend. Im Fokus der Bildhauerin Stefanie Becker steht genau dieser Aspekt, der Körper und dessen Sinnlichkeit und Begierde. Die 4 kleinen Personen sind hier eingesperrt in Konventionen. Auf jeden Fall werden sie nackt und schutzlos den voyeuristischen Blicken von uns Betrachtern preisgegeben. Und nicht nur hier, sondern auch in den anderen Arbeiten, in denen die Künstlerin ihre Figuren von den Fesseln der Konvention befreit, so mag man fast sagen, werden diese in ziemlich brüsker Weise der Welt ausgesetzt. Ganz anders dagegen die Arbeit von Jette Trost, das anmutige, leicht melancholische Porträt eines Kindes. Dies erscheint wie die Erinnerung an den Ursprung des Lebens, an den Beginn, der geprägt sein sollte von Unbefangenheit und Unberührtheit. Doch in dem Blick und der Konzentration des Kindes schwingt noch eine andere Ebene mit, etwas wie eine Ahnung, die es zur Vorsicht gemahnt. Dies ist ganz typisch für Jette Trosts großformatige Gemälde, die sich den spirituellen Wurzeln unseres Daseins zuwendet. Fast erscheint das deutlich überzeichnete Spiel mit Licht und Schatten, das dem Porträt seinen eigentümlichen Charakter verleiht, als Hinweis auf die Polarität von Licht und Finsternis, auf Gut und Böse in unserem Dasein. Paradiesischer ist dagegen die Welt, die sich in Beate Bachs Babeleis entfaltet. Urkräfte scheinen hier am Werk zu sein, angetrieben von einem unendlichen Willen zur Belebung bis ins kleinste Detail hinein. Aus Schichten von Erde, Lebensgrün und klirrend kaltem Wasser erheben sich ein riesiges organisches Gebilde, daneben aber auch kleine Mischwesen, halb floral, halb tierisch. Ein farb- und sonnengetränktes Firmament überfängt diese Weltschöpfung, energetisch aufgeladen von Spuren menschlichen Lebens, körperlichen wie geistigen. Man muss nicht sehr bibelfest sein, um an die Schöpfermacht des Wortes Gottes zu denken, durch die sich die Erde und das Wasser, die Tiere und Pflanzen Tag und Nacht zu einer geordneten Welt formierten. Doch Beate Bach ist als Künstlerin selbst ein Demiurg, der Welten nach ganz eigenen Plänen entwirft und entstehen lässt. Eine Trilogie der besonderen Art ergibt sich aus der Kombination der Werke dieser 3 Künstlerinnen. Körper, Geist, Natur sind die 3 Themenstränge, welche die Werke durchziehen und über deren unzählige Verflechtungen die sehr unterschiedlichen Werke Berührungspunkte aufbauen. Diese sollen hier etwas genauer betrachtet werden. Die Menschwerdung, die körperlichen Triebkräfte des Lebens, sind der geistige Motor von Stefanie Beckers Plastiken. Die kleinformatigen Arbeiten sind von konzentrierter Gestalt. Rein weiß, durch den Verzicht auf Farbe, haftet dem Material eine Reinheit und Unbeflecktheit an, welche dem Lichtspiel auf der Oberfläche einen besonderen Stellenwert einräumt. So gleitet der Blick des Betrachters entlang der sanften Licht- und Schattenkanten über die nackten Körper hinweg und wird selbst zu einer sinnlichen Erfahrung. Die zumeist dicht miteinander verwobenen Körper bilden ein unauflösbares Ganzes. Auch intensive Momente des Räkelns,
des sich bis zur Auflösung Hingebens sind Facetten dieses Spiels mit dem körperlich-sinnlichen Dasein. Auf Details wird hier bewusst verzichtet. Im Fokus steht der körperliche Ausdruck. Intensiv spürt die Künstlerin den jeweiligen Bewegungen und Posen nach und sucht nach deren Vereinfachung, nach der Linie, welche diese letztlich auf den Punkt bringt, wie sie es formuliert. Diese ästhetische Reduktion steht aber in Kontrast zu der unverhohlen erotischen Aura der Werke. Körper, Sinnlichkeit und Hingabe bilden die Maxime des Werks von Stefanie Becker. Mitunter beunruhigend, mitunter brutal. Der Einheit von Kunst und Natur hat sich auch die Malerin Beate Bach verschrieben. Wenngleich ihre Arbeiten einen ästhetischen Gegenpol par excellence zu den Arbeiten von Stefanie Becker bilden. Farbenfroh, kleinteilig und detailreich sind diese. Über und über schwelgt die Künstlerin in Details, motivisch wie strukturell. Sie malt und kollagiert, nutzt die Bilder als eine Art Tagebuch ihrer nächtlichen Gedanken und Gefühle. Sie wagt es sogar, ihre Werke zum Glitzern zu bringen. Die Fantasie und der Schaffensdrang der Künstlerin sind wahrlich grenzenlos und opulent. Ihre Kraft und Inspiration zieht Beate Bach dabei aus der Symbiose mit der Natur, die für sie die Grundlage jeglichen Daseins ist. Edre Rettum lautet nicht umsonst der Titel dieses Werkes, das eine landschaftliche Verschmelzung von weiblicher Gestalt und Natur zeigt. Wer das seltsame Klangkonstrukt dieses Titels einmal von hinten liest, wird seinem Sinn schnell auf die Schliche kommen. Mutter Erde. Das Prinzip der weiblichen Schöpferkraft in Verbindung mit kosmischen Kräften zeigt sich in vielfältiger Weise. An der selbstbewussten Allüre der fast ausnahmslos weiblichen Gestalten, an der magischen Schönheit der Natur bis hin ins kleinste Detail, an den Verflechtungen, die Bildoberflächen wie einen lebendigen Kosmos überziehen, an den planetarischen Gebilden, die sich darauf verfestigen, und an der Wärme, Lebensenergie und Leichtigkeit, welche die Gemälde ausstrahlen. Umso interessanter, dass diese entstehen, wenn sich die Welt zur Ruhe begibt. Beate Bachs Gemälde entstehen nachts, intuitiv, ohne Vorausplanung. Sie beruhen auf diesem Grenzbereich menschlicher Erfahrung, wo Traum und Wirklichkeit eins werden und sich im Schutze der Dunkelheit die wesentlichen Wirkungskräfte des Lebens Gehör verschaffen. Einen wiederum ganz anderen Ansatz verfolgt die Malerin Jette Trost. Ihr Konzept beruht auf der Auseinandersetzung mit der Malerei des Barock, dessen Ikonografie und Ästhetik. Ihre Gemälde zitieren bewusst das Großformat der religiösen Malereitradition, die auf eine spirituelle Überwältigung abzielt. Und auch das Format des oftmals anzutreffenden Spitzbogens ruft Assoziationen an Altarbilder oder auch Maßwerkfenster herauf. Im Stile des Fotorealismus mit der Hell-Dunkel-Malerei spielend, manipuliert Jette Trost das althergebrachte Bild der Frau. Klassische Motive, wie zum Beispiel die Pietà, reinszeniert sie und hebelt dabei Restriktionen aus, denen das weibliche Geschlecht in der Kunst traditionell unterlag. So trägt ihre Pietà ein leuchtend rotes Gewand. Ihre wie zum Kuss geschürzten Lippen sind rot geschminkt. Mit einer erotischen Geste fährt sie dem Leichnam Jesu durchs Haar. Gelöst von der Rolle der erschöpft Klagenden erscheint die Pietà hier selbstbewusst in Haltung und Blick. Kein Opfer, sondern eine Herrin über ihr Dasein. Die Protagonistinnen von Jette Trost sind Frauen der Gegenwart, aufrecht und selbstbewusst. Ihre Körper mit hauchdünnen Stoffen betonend und geschminkt, die in historische Konstellationen eintreten. Fast tänzerisch wirkt ein Gemälde, das eine ausschnitthafte Reinszenierung des Caravaggio-Gemäldes der Madonna di Loreto ist.
Die Madonna schwingt ihr Kind. Sie wirkt zufrieden und strahlend. Eine normale Frau in historischem Kontext. Keine Heilige mehr. Und noch immer lockt Eva, längst nicht mehr in nackter Unschuld, sondern leicht bekleidet, und setzt ihren Fuß auf Adams Schädel. Auch so kann eine Schöpfungsgeschichte enden. Der Garten Eden ist hier längst untergegangen. Über die drei Künstlerinnen ließe sich gewiss noch vieles sagen, was sie verbindet, was sie unterscheidet. Doch wollten die Künstlerinnen etwas über die Idee der Schöpfung sagen. Natürlich ist jede Kunst per se eine Schöpfung, ist doch der Künstler stets gefordert, eine Creatio ex nihilo, eine Schöpfung aus dem Nichts hervorzubringen. Doch Kunst vor dem Hintergrund der Schöpfung zu betrachten, vermag noch mehr. Körper, Geist und Natur sind in den Werken von Beate Bach, Jette Trost und Stefanie Becker zusammengeprallt und haben eine Art Urknall ergeben, der den Betrachter mit einer Vielzahl von Reizen überschwemmt. Dadurch wird das Potenzial von Kunst deutlich, ihre Fähigkeit, neue Welten zu erschließen, das Leben mit seinem Licht und seinen Schattenseiten zu erfassen, Wahrnehmungshorizonte zu verschieben. All dies und noch viel mehr vermag die schöpferische Kraft der Kunst.